Wenn die Partnerin mehr Sex möchte als du, lieber Mann, dann kann es sein, dass es dich nervt, dass es dich irritiert, dass es dich unter Druck setzt und dass es in der Summe dazu führt, dass du noch weniger tust. So, und hier kriegst du jetzt drei Tipps mit, was du tun kannst. Und natürlich müssen wir oder möchte ich mir jetzt hier als erstes mal anschauen, warum das so sein kann bei euch. Und ein Punkt, der hier eben auffällt, dass von Mannseite aus es vielleicht so ist oder war, dass eben die Anziehung nicht so stark war für dich, ihr gegenüber, wie für sie, dir gegenüber. Ja, also das kann sein, dass es damit zu tun hat. Darfst du mal schauen, wie das bei euch ist. So, und dann gibt es noch andere Punkte, die sich einschleichen, nämlich, dass sozusagen die Frau, naja, den Ton angibt, die Aktivität zeigt und wie auch immer jetzt hier die Führung übernommen hat und du eben nur noch reagierst. So, das kann alles sozusagen in der Summe oder auch einzeln dazu führen, dass das sich eben in dieser Gemengelage zeigt. So, also, was kannst du jetzt also tun? Als erstes Mal wäre aus deiner Sicht die Entscheidung zu treffen, oder die Frage wäre das ja, willst du das wirklich ändern? Weil hier wäre Entscheidung zu treffen. Ja, ich will das ändern. Ich will sozusagen, könnte man sagen, wenn du jetzt hier die Vorgeschichte, die ich hier gerade gesagt habe, verstehst oder verstanden hast. Ja, ich will die Führung übernehmen. Ich will wieder ganz Mann sein. Ich will jetzt wieder ja, entscheiden und tun. So. Und dann ist der zweite Punkt nämlich relevant, wenn du das klar hast und dann nicht jeden Tag wieder neu zweifelst, sondern klar hast, ja, ich kümmere mich jetzt darum. Betone deine Männlichkeit. Wie betonst du denn deine Männlichkeit? Ja, ich weiß, das ist für viele ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Indem du aktiv bist, indem du etwas tust, etwas entscheidest. Und natürlich darfst du da auch die Frauensicht oder ihre Meinung einholen, alles natürlich. Aber es geht darum, dass du eben ins Tun und ins Handeln kommst. So, und jetzt, wir sind jetzt sozusagen jetzt hier noch nicht unbedingt beim Sex, aber allgemein, dass du einfach Sachen tust. Und wie soll ich das jetzt sagen? Das auch gut findest. Ja, also man könnte auch sagen, dass du ins Geben kommst. Hier kann es sein, dass du halt bisher nichts mehr gegeben hast. Und da wäre der Punkt, komme ins Geben. Und ja, ich weiß, das kann unter Umständen nicht so leicht sein, weil da eben innere Hürden sind oder auch zwischen euch beiden solche Gewohnheiten sind, die halt das Ganze schwierig machen. So, Stärke Nummer drei, stärke ihre Weiblichkeit. Ja, also alles, wenn sie lächelt, wenn sie weich ist, wenn sie sich schön anfühlt, wenn sie gut riecht, wenn sie genießt, wenn sie sich hingibt. All das darfst du sehen und dich darüber freuen und es eben auch einordnen, dass sie das noch mehr zeigt, weil das ist ja der Punkt. Du willst ja, dass sie weich wird, dass sie weiblich wird und deswegen darfst du das unterstützen und alles, wo sie sozusagen den Ton angibt oder die Führung übernimmt, das halt, wie soll ich das jetzt sagen, schwächen sozusagen, kleiner machen. Vielleicht anders damit umgehen als bisher, kein Riesenfass aufmachen, dich nicht ständig ausflippen, ausrasten und rechtfertigen darüber. Verstehst du, sondern eben deine Männlichkeit, also das heißt ja auch, dass du souverän mit den Dingen bist. Und cool bleibst und dein Ding machst. Okay? So, also hier nochmal der Tipp am Ende. Reden darüber hilft vielleicht hier auch, ja, dass du sie sozusagen mitnimmst und sagst, ja, ich möchte gerne mich wieder öffnen sexueller. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Unterstützung, dass du nämlich weicher wirst, weiblicher wirst und mir auch diesen männlichen Teil überlässt. Und das Tun hilft natürlich genauso oder noch mehr. Ja. So, das heißt hier, das wären sozusagen, wär der Schritt, wären die Punkte. Und ja, du merkst schon, es kann nicht so, es kann sein, dass es nicht so leicht ist. Deswegen melde dich gerne bei mir, wenn du in diese Bewegung, naja, wenn du da Unterstützung brauchst. Das ist ein ähnlicher Plan, eigentlich der gleiche Weg, wie wenn sie eben weniger will, weil in beiden Fällen geht es darum, wie du
wie der Mann bist und ihre Weiblichkeit stärkst oder unterstützt, dass sie ja auch ganz Frau sein kann.